Salut zusammen! Schön, euch wieder alle zu sehen. Ich habe mich jetzt wirklich fest vorgenommen, nach der Sommerferien Leute zu sagen, hey, genießt das Leben. Weil es läuft im Moment eh genug schief auf dieser Welt. So, zum Beispiel eben diesen Sommer. Ja, habt ihr gesehen, überall hat es brennt. Und all die Orte haben so recht coole Namen gehabt, ist mir aufgefallen. Zum Beispiel in Griechenland, irgendwie Rhodos, Alexandra, Tropolis. In Spanien hat es auch brennt, keine Ahnung, wie die Stadt heisst, aber die hat sicher sexy Namen gehabt. Trabajo, Michael. Und hier bei uns in der Schweiz hat es auch brennt. Und wo? In Bitch! What the fuck? Ihr wisst nicht, wie das für mich war, gell? Ich sitze hier und schaue auf den Fernseher, zappe durch. Irgendwann kommt, glaube ich, BBC und dann höre ich einfach Now to Switzerland. Bitch is burning. So, what the fuck? Was? Stellt euch vor, wie zwei 70-jährige Frauen im Wallis über das geschwätzt haben, gell? So, hey, Barbara, hast du gehört, Bitch hat brennt? Also, Luisa, seit wann redest du so? Nein, der Markus hat gesagt, er ist fast nicht mehr rausgekommen. Ah! Das wirst du nicht hören. Auch diesen Sommer auch noch mal. Die Deutschen haben behauptet, sie haben ein Migrationsproblem. Zu viele Ausländer. Nach dem Sommer, wo die das Gegenteil behaupten, sie brauchen mehr Ausländer. Weil, habt ihr das Video gesehen? Von dem einen, der sitzt im Auto und filmt in den Wald rein. Und er hat ein Tier gesehen. Habt ihr das gesehen? Und dann hat er gemeint, es sei ein Löwe. In Berlin. Dann hat er das Video aufgeladen. Das Video ist dann viral gegangen. Und am nächsten Tag sind 220 Polizisten, Drohnen, Hubschrauber mit Wärmebildkamera und ein panzertes Fahrzeug sind ein Löwe in Berlin suchen. Und erst nach einer Haaranalyse haben sie festgestellt, dass es ein Wildschwein war. Ich meine, Ade. Wenn sie nur ein Afrikaner in dem Team denen gehalten. Es wäre nicht. Das ist mein eine. Es. Nein! Es wäre nie so weit gekommen. Sie hocken im Hubschrauber. Schaut da raus und macht. Dita! Das ist nicht Simba! Das ist Pumba. Also Hakuna Matata. Puh, fertig. Sie hätten nie hätte dieses Problem gehabt. Oh mein, was läuft auf dieser Welt? Donald Trump könnte noch mal Präsident werden. Und wenn ich das gelesen habe, bin ich auf mich selber hässig gewesen, weil der Teil von mir mit einem gesunden Menschenverstand denkt, oh mein Gott, nein, so ein Mensch darf doch nicht noch mal Präsident werden. Aber die Comedian-Seite von mir denkt, was will man? Es wäre schlimm, aber lustig. Na, und kein Wunder, meinte Donald Trump, er könnte gewinnen. Haben Sie seinen Konkurrenten gesehen, der Joe Biden? Der ist älter als Cleopatra. Das ist. Nein, wenn der die Bibel liest, hat er sicher Flashbacks. Ich sag's euch. Nein. Nein, das geht nicht. Und er soll aufhören, umeinander rennen. Der Typ liegt, der geht jede Woche auf Fressen, der Typ. Immer wenn ich die Fernseher einschalte, liegt er am Boden. Und du siehst immer im Hintergrund Kamala Harris, die ihn anschaut und schaut, ob er noch schnauft. Und dann. Scheiße, er lebt noch. Fuck, es ist. Nein! Wir sind auch letztes Jahr in der Zeitung nach den Swiss Comedy Awards. Wir haben das gelesen. Ja. Ich bin auch, sie haben mich auch kritisiert. Es war mir komisch irgendwie. Stark wie Charles Nguyen gewonnen. Wir nennen ihn den Sunny Boy von der Schweiz. What? Okay. Und dann steht irgendwie, er baut Brücken zwischen mehreren Kulturen. Man nennt ihn den Schweizer kennen, aber er war nicht mal beim Rütli-Schwur dabei gewesen. What the fuck? Das hat mich irgendwie schon ein bisschen beschäftigt. Da dachte ich, weißt du was? Ich mache etwas daraus. Dann habe ich mich einbürgern, liebe Leute. Seit Anfang Februar bin ich offiziell Schweizer, meine Damen und Herren. Weil ich habe gesehen. Das habe ich gesehen. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich die Steuern pünktlich gezahlt. Ich bin zu meiner Mutter gefahren, fragte sie mich, und Schatz, wie fühlt es sich an? So, ja, komischerweise, auf der Autobahn habe ich nichts verlangen können, schneller als 124 km/h zu fahren. Aber noch schräger ist, seit ich Schweizer bin, wenn ich Schweizer in den Ferien sehe, ich verstecke mich von denen. Warum machen wir das?
Das habe ich nicht gewusst, dass sie das machen. Ich höre Schweizerdeutsch und denke, oh, Schatz, nein, gehen wir das in Appenzellen. Nein, ich habe das nicht gesehen. Nein. Aber ich weiß schon, warum er das gesagt hat. Aber ich finde, es braucht schon Ausländer. Ja. Vor allem Ausländer, auch wie ich will. Von wem würde sonst erfahren, welches Handy-Abo er könnte kaufen? Weißt du, wie ich meine? Also. Nein. Ich versuche wirklich seit dem Sommer Freude in allem zu finden. Wisst ihr, wo ich wirklich Freude gefunden habe? Das war Frauenfußball. Nein, liebe Leute, das müsst ihr schauen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Goals gesehen. Ich bin 4-1, 5-0, 6-0. Aber das ist nicht mal das Coole daran. Frauenfußball zuzuschauen, ist wie ein Avengers-Film zuzuschauen. Die geben sich so hart auf die Schnurre und spielen einfach weiter. Blüten die Nase, fliegen die Kniescheiben in den Rücken. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das Video von Alicia Lehmann gesehen, wie sie umeinander läuft? Und eine schupft sie und sie geht so am Boden. Dann steht sie auf und lacht und bindet ihre Hose. Liebe Leute, ich habe zwei Schwestern. Wenn eine Frau so aufsteht, oh, something evil is about to happen. Wie Alicia bekommt den Ball über, sie rennt und die Frau, die sie vor der Geschöpfkeit steht, nebendran, streckt ihr das Bein. Alicia dreht sich um und schüttet den Ball die Frau voll zwischen die Beine. Sie hat ihren Hamburger zu einem Sandwich gemacht. Ich habe selbst noch nie in meinem Leben gesehen. Er sieht, der Ball hat sie so hart getroffen, ich habe mich und den Fernseher gehabt. Und denke, what the fuck? Ich habe sie dort Fernseher gefragt, geht's dir gut? Und nach 6 Sekunden steht die Frau auf und spielt einfach weiter. Das ist so Gangster. Mach das mal mit meinem Mann. Oh, that match is over. Aber ich finde allgemein Männerfußball, das ist Männerfußball in 30 Sekunden. Ich liebe es, ohne Ton zu schauen. Das ist Männerfußball in 30 Sekunden. Meine Damen und Herren, was ich eigentlich damit will sagen ist, vergesst nicht, einfach in allem ein bisschen Freude zu finden. Es läuft genug schief auf dieser Welt. Danke vielmals. Charles Anguela!